Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Dunkle Energie. So heißt dieses Liegesystem. Dieses Liegesystem wurde von mir entwickelt. Und bei dieser Legung schauen wir an die Energiefeld und was könnt ihr verbessern. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Diese Beratungsvideos sind anonym. Mein Honorar beträgt für diese Art von Beratung dunkle Energie 25 Euro. Nach Wunsch kann ich euch auch energetisch unterstützen mit einem kleinen Ritual und Energieübertragung. Die Ritual und die Energieübertragung ist gratis. Erstmal möchte ich erklären, was ich damit meine, dunkle Energie. Es besteht alles aus Energie. Und jeder Mensch hat ein eigenes Energiefeld, was man als Aura nennt. Und dieses Energiefeld kommt von unserem Inneren. Und es besteht aus Denken und es besteht aus Fühlen. Dieses Energiefeld ist unsichtbar, aber man kann mit Geräten messen. Das hat eine Frequenz. Es gibt zwar Menschen, die haben die Fähigkeit, die Aura zum Sehen, die Farbe zum Sehen. Und Menschen, die Probleme haben, ängstlich sind, die haben ganz, ganz tiefe Frequenz und die Farbe ist eher grau. Sie haben auch diese Körperhaltung. Man übersieht solche Menschen auch mal. Die erscheinen einfach nicht. Und dann gibt es Menschen, die denken positiv, sie sind mit Dankbarkeit und Liebe erfüllt und haben schöne Gedanken, das dehnt sich aus wie die Sonne, die strahlen was aus, die glänzen und es ist goldenen Farbe. Natürlich gibt es Zwischenspektrum, auch in Frequenz, auch mit den Farben. Und dieses Energiefeld, diese Aura hat eine wichtige Funktion. Das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Das Gleiche zieht Gleiche an. Und so entstehen die Verbindungen. Und die Menschen, die an Gott glauben, die dankbar sind, die zufrieden sind im Leben und die Liebe leben, und haben keine Angst. Sie haben ein wundervolles Energiefeld. Gibt es aber auch die Gegenpol, die hasserfüllte Menschen, die unzufrieden sind, die ständig meckern, die haben eine ganz andere Ausstrahlung, ein ganz anderes Energiefeld. Wenn das nur Angst und Probleme ist, dann kann man helfen. Aber es gibt Menschen, die lassen sich nicht helfen und sind sie auch noch bösartig. Und sie haben auch böse Gedanken, mal ganz ehrlich, das ist die Realität. Und das ist diese dunkle Energie. Wir müssen nicht die Gedanken ständig kontrollieren. Wenn jemand sagt, boah, das ist ein blöder Kuh, mein Gott, das ist kein Verbrechen, das zum Sagen oder so zum Denken. Das ist alles okay. Wir haben immer wieder diese Stimmung, weil wir auch mal enttäuscht sind oder mal sind wütend. Und diese Wut muss auch raus. Also wir dürfen das mal auf den Punkt zu bringen und ansprechen. Wir müssen nicht immer die Heilige spielen. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Es sind alles im Rahmen. Es ist keine dunkle Energie, sondern drückt die augenblickliche Situation, die Stimmung aus. Und dann entschuldigt man sich dafür oder kommt man entgegen oder beruhigt man sich wieder und lebt man die Liebe, kommt wieder zurück in die Liebe. Das ist alles in Ordnung.
Aber es gibt Menschen, die denken anderes, die wollen nicht Gutes tun, weil sie genießen ihre Macht über anderen oder wünschen was Böses und das permanent. Das ist die dunkle Energie. Und wenn jemand noch dazu Rituale macht, das ist dann Schwarzmagie. Aber so weit gehen wir nicht, sondern wir bleiben mal in Realität. Hier handelt es sich nicht um Schwarzmagie, nur zum Erkennen. Sowas gibt auch und das beeinflusst unserem Leben. Und es ist wichtig, auch auf die Räumlichkeiten achten, weil wenn in ein Haus oder Wohnung Menschen gelebt haben, die böse Gedanken haben, die Intriganten sind, oder Menschen, die ständig Angst gehabt haben, die hinterlassen ihre Energie und wir atmen das ein. Also immer bereinigen die Räumlichkeiten, besonders beim Umzug. Oder wenn wir ständig Besuch haben und jemand trägt diese Energie regelmäßig, also nicht eine einmalige Begegnung, da passiert nichts. Aber wenn jemand regelmäßig kommt und hat Neid oder Hass, aber wenn freundlich ist, die sind immer freundlich, aber die hinterlassen auch die Energie. Oder im Arbeitsplatz. Also wir brauchen auch Schutz, wenn wir das fühlen, dass es sowas gibt. Hier habe ich ein paar Produkte auch als Schutz. Dieser Armband ist im deutschsprachigen Raum nicht allzu bekannt. Aber hier im spanischen Gegend ist sehr beliebt als Schutz. Und dann habe ich Halbedelsteine, Bergkristall, Rosenquarz. Bergkristall reinigt und Rosenquarz erfüllt die Räumlichkeiten mit Liebe. Das würde ich empfehlen. Und dann habe ich solche Säckchen dazu aus Samt. Dann könnt ihr das einfach die Halbedelsteine reintun, dann ist das immer dabei und das schützt auch. Und die Düfte. Es sind Räucherstäbchen, sehr gute Qualität, wunderbarer Duft. Und das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Das ist die Duftmühle. Und Sandelholz. Also das hilft auf jeden Fall. Die Halbedelsteine, Bergkristall, Rosenquarz, Sandelholz und Myrrhe, das sind die Düfte dazu. Das schützt und reinigt. Dann habe ich jetzt mal grob erklärt, was bedeutet dunkle Energie und wie könnt ihr euch schützen. Und das war diese Empfehlung, die Produkte, wie könnt ihr euch schützen. Und diese Produkte befinden sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesem Beratungsvideo. NRA ist die mediale Name. Liebe NRA, ich grüße dich, das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. Du hast eine große Liebe, leider die Umgebung war gegen euch und du spürst die dunkle Energie und möchtest das Bereinigen verbessern. Und jetzt kommt dein persönliche mediale Botschaft. Ruf die Engel, die sind wundervolle Wesen, jeden Morgen sprich mit ihnen. Du versuchst die ganze Welt auf deinen Schultern zu tragen. Das brauchst du nicht. Lass los. Das war die mediale Botschaft. Wenn wir schon bei Engel sind, zeige ich euch diese Engelkarte. Diese Engelkarten sind meine eigenen Karten nach Kabbala. Die Kabbala, diese jüdische Weisheit, ordnet die Engel. Das ist ein System. Und ich habe
kein einziges Engelkartendeck gefunden habe, der wirklich die Kabbala entspricht. Und ich habe mir nichts anderes helfen gewusst. Ich habe meinen eigenen Kartendeck gemacht und das sind diese Engelkarten. Die Engel, die dich jetzt begleitet, heißt Engel Yasel und hat die Zahl 40. Bringt wieder alles in Ordnung. Dann hast du wieder die Struktur und hat eine reinigende Wirkung. Engel Yasel ist Engel der Tröstenden. Hilft uns, die Vertrauen zu gewinnen, auch die Vertrauen zu uns selbst, stärkt uns, befreit uns von negativen Einflüssen, hilft uns, Probleme lösen und klären, befreit uns von Unterdrückung, gibt uns Trost und hilft uns bei schwierigen Situationen, bringt uns Freude und Fröhlichkeit, hilft uns, negative Energien, negative Zustände zu klären und das beenden. Hilft uns, unseren eigenen Gefühlen auch klären. Hilft uns, wenn wir müde, erschöpft sind, dann gibt uns wieder Kraft für einen Neuanfang und hilft uns, die Sorgen überwinden. Jetzt schauen wir das auch astrologisch an und du hast die indische Astrologie gewählt. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders, weil sie berücksichtigen, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten, Jahrtausenden macht das schon was aus. Dein Aszendent ist Stier und das bedeutet die Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat in dein Geburt und begleitet dich bis zu deinem Lebensende, beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das ist wie ein Umhang, wie ein Kostüm, was du trägst. Das ist auch Energie, kosmische Energie, was dich beeinflusst. Die Wunderbare ist in diesem Aszendent die Mondhaus. In indischer Astrologie gibt es Mondhäuser. Und dazu erzähle ich die Geschichte dazu als Hintergrundinformation. Bei dieser Erzählung ist der Mond ein Mann und er verliebt sich an Rohini. Rohini ist schön, wundervoll, unschuldig, lieb und hat eine jugendliche Ausstrahlung. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und die zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, und nun gut, ich habe das gut überlegt. Du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch ihre Schwester heiraten. Und der Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Geschwister. Und jeden Tag besucht er eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anders. Rohini ist die schönste. Rohini ist die große Liebe. Und das ist die Lieblingsfrau des Mondes. Und dein Aszendent befindet sich im Mondhaus Rohini. Du hast diese Ausstrahlung. Und das ist eine liebe Art und das, so bist du auch wahrgenommen. Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und dieser Mondhaus heißt Purvashada und bedeutet ein Wurzel.
irgendwo angekommen zu sein. Das ist dein Wunsch. Und du sollst deine Wünsche, deine Träume auch wahrnehmen und auch erreichen, weil die unerfüllte Wünsche kann dich auch stören. Aber das ist für dich sehr wichtig im Leben, irgendwo angekommen zu sein. Weil daran liegen deine Wünsche. Und wenn das dir klar ist, dann setz das als Ziel. Und verliere die Ziel nicht aus den Augen. Die Sonnenenergie hat natürlich einen großen Einfluss auf den Reinigungsprozess, weil die Sonne ist die Licht und die Klarheit. Diese Halbedelsteine sollst du mit lauwarmem, fließendem Wasser abwischen, das heißt entladen, und kannst mit Sonnenenergie und auch mit Mondenergie aufladen. Schaue immer, wann ist Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau, weil die Tierkreiszeichen Jungfrau hat auch eine reinigende Wirkung. Bei Steinbock-Energie kommt es mehr an die Stabilität. Aber wenn es um Reinigung geht, dann wähle einen Tag aus, wo die Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau befindet. Und dann legst du die Steine nach draußen, damit diese Mondenergie aufgeladen wird. Dann ist es aufgeladen und das reinigt. Aber die Mond, also das ist die Mondenergie, aber die Sonnenkraft hilft auch. Das kannst abwechselnd machen. Einmal mit Mondenergie arbeiten, einmal mit Sonnenkraft arbeiten. Je nach dein Gefühl, höre auf deine Intuition. Wenn das um Reinigung geht, dann mit Mondenergie, wenn Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau ist. Und wenn das um Kraft geht und Klarheit geht, dann nimm die Sonnenkraft. Dein Mond beschreibt deine Gefühle. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Das ist auch wunderbar. Dann hast du auch deine eigene Energie auch noch mit dabei. Und dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna. Und hier ist im Grenzbereich zwischen Löwe und Jungfrau und wirkt beides. Dein Mond ist zwar schon im Jungfrau, aber in diesem Grenzbereich wirkt auch die Löwe-Energie und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Und hier ist eine Mischung, die schöpferische Kraft und dein Selbst und dein Selbstvertrauen und diese Reinheit, die Jungfrau und die Klugheit, die Jungfrau, das bringst du im Ausdruck. Wenn es um Reinigungsprozess geht, dann betrachte auch Jupiter. Weil Jupiter ist die innere Sonne, klärt etwas. Und zwar innerlich klärt etwas. Das Unsichtbare wird auch geklärt und auch bereinigt. Dein Jupiter befindet sich auch im Jungfrau, das passt auch für diesen Reinigungsprozess. Und dieser Mondhaus, wo Jupiter befindet, heißt Hasta und übersetzt heißt das Hand und Handlungen. Und dieser Mondhaus wird von Windermeatrix bestrahlt. Diese Windermeatrix ist die Weinleserin, steht in enge Verbindung mit Weingott Dionysos. Und diese Weinleserin beschreibt Ernte. Etwas trägt Früchte. Und hier bei Handlungen, also bei deinen Handlungen, trägt etwas Früchte. Bleib in diesem Vertrauen. Bis das Früchte trägt, das braucht Zeit, das muss reifen. Aber du kommst immer zu deinem Ziel. Und daran liegt auch dein Glück, weil Jupiter ist auch das große Glück. Und diese Windermeatrix bedeutet auch Lebensfreude, ein Fest, Tanz, Musik. Das macht dich größer, Jupiter vergrößert etwas. Und jetzt schauen wir diese Legung an.
welche Unterstützung hast, welche gute Einflüsse hast, das beschreibt dieses Bild. Menschen, die dir gerade Kraft geben, kann auch bedeuten, dass du gibst Kraft. Aber es ist eine Verbindung da, diese Brücke herstellt, die Verbindung, diese gegenseitige Unterstützung. Wenn du schwach bist, dann ist jemand da, wo dir Kraft gibt oder dir unterstützt und hilft. Aber wie gesagt, kann auch bedeuten, dass du bist für jemand da und das ist aber eine innige Verbindung. Und das sind die guten Einflüsse und brauchst auch diese Unterstützung. Menschen in deiner Umgebung, wo dir Kraft geben. Natürlich, das Leben ist dann im Gleichgewicht, wenn wir immer in diesem Geben und Nehmen bleiben, dass du dich auch für anderen einsetzt, aber das darf nicht einseitig sein. Und welche Verbindungen hast du? Ist es möglich, zu diesen Menschen zurzeit die Verbindung herzustellen? Dieses Bild zeigt etwas Wichtiges, das innere Feuer. Es gibt Menschen, die haben ein gutes Herz und sie haben dieses innere Feuer, aber aus Lebenserfahrungen, aus Enttäuschungen, irgendwann machen zu. Die zeigen das nicht. Die zeigen das nicht nach außen. Dieser Typ von Menschen beschreibt dieses Bild. Es sind Menschen, die vielleicht gar nicht vermutest, weil du denkst, wo ist so zurückhaltend, gar nicht offen und hat so kühle Haltung und distanziert. Aber beobachte das ganz genau, wenn du das spürst, dass da innerlich die Wärme da ist. Diese Herzenswärme, also von diesen Menschen hast du auf jeden Fall die Unterstützung. Also das sind Menschen, die dir gerade Kraft geben oder du gibst Kraft und das ist eine Verbindung da. Und Menschen, wo du gar nicht vermutest, weil sie zeigen diese Wärme nach außen nicht. Und gerade die, wo gar nicht vermutest, wo du gar nicht vermutest, von diesen Menschen kommt die Unterstützung. Warum passiert das mit dir? Was ist der Grund? Da muss alles einen Grund haben. Warum warnen sie gegen euch? Warum spürst du diese negative Einflüsse, diese negative Energie? Das ist dieses Bild. Das Leben ist wie ein Theater. Und hier öffnet sich den Vorhang und das Spiel beginnt. Und jeder trägt ein Kostüm und eine Maske, ist geschminkt. Siehst du sofort die Gesichter? Erkennst du sofort, wie dieser Mensch denkt und fühlt? Und das ist der Grund, du lernst es gerade. Du lernst gerade zum Erkennen, wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen. Du schaust hinter den Kulissen, du öffnest den Vorhang und schaust genau hin, welches Theater wird hier gespielt. Und dieses Schwert zeigt an die Trennung. Erstens, Trennung von Angst. Du brauchst von diesen Menschen keine Angst zu haben. Und dann die Trennung, dass du diese Kontakte beendest, wenn du das durchgeschaut hast. Die negative Einflüsse. Woher kommt die negative Einflüsse? Das zeigt dieses Bild. Dieses Bild ist eigentlich sehr schön. Das ist dieser Gebende. Wenn das von Herzen kommt, dann ist es wunderbar. Aber wenn jemand dir etwas gibt, nur mit dieser Absicht, dass die Tür öffnen kann, weil neugierig ist und will wissen, was bei dir los ist, dann kann das bleiben lassen. Diese Karte kann auch bedeuten, dass du gerne gibst und das wird ausgenutzt und dann ist es einseitig. Betrachte ganz genau dein Umfeld. Fühlst du dich ausgenutzt von Menschen? Dann ziehe dich da etwas zurück.
weil das sind negative Einflüsse. Oder hast du jemanden in Umgebung, wo immer mit ein Geschenk kommt, aber du hast das Gefühl, das fühlt sich so komisch an, dann höre auf dein Gefühl, weil dann kommt dieses Geschenk nicht von Herzen. Das sind die negativen Einflüsse. Kannst du trennen von diesen negativen Einflüssen? Dieser Tod bedeutet ein endgültiges Ende. Du hast das schon besiegt oder du wirst in der nächsten Zeit das besiegen. Hier ist die Trennung. Du trennst in deine Umgebung von diesen Einflüssen, du trennst dich von diesen Menschen und du trennst dich von dieser negativen Energie. Hilft dir dabei jemand? Gelingt dir das alles? Was passiert dann? Das ist wie ein Fest, wie ein Geburtstagsfest. Du fühlst dich wie neu geboren. Kann natürlich auch bedeuten, dass du in die nächste Zeit Einladung hast zu einem Geburtstagsfest und das ist sehr herzlich, sehr angenehm, weil ich möchte betonen, es gibt auch wunderbare Energie, also nicht nur dunkle Energie, sondern es gibt auch die göttliche Energie und Menschen, die diese Energie auch leben, weil sie liebevoll sind, die haben wunderbare Gedanken, die helfen auch und sie öffnen ihren Herz. Auch wenn nach außen nicht so erscheint, aber Herz haben sie auch. Und das überwiegt. Wovon sollst du dich befreien? Du sollst dich von Sorgen befreien. Hinterlasse dir den Sorgen. Das macht nur alt. Und du bist jung. Dein Aszendent befindet sich im Mondhaus Rohini. Die jugendliche Ausstrahlung, dieses schönes Mädchen, nicht umsonst hat der Mond an sie verliebt. Und diese Ausstrahlung hast du. Also verabschiede von Sorgen. Was ist dein Energiefeld? Und ich betone immer wieder und immer wieder, wie wichtig das ist, weil das beeinflusst unseren Tagesereignisse beeinflussen unserem Leben, weil das ist die Anziehungskraft. Es lohnt sich, darüber Gedanken machen, welche Gedanken wir haben und wie fühlen wir uns. Weil das strahlt alles nach außen und das wirkt. Das bewegt sich. Die Energiefelder verbinden sie sich miteinander. Dein Energiefeld ist wunderbar. Volle Energie. Und du bewegst dich eine Richtung und hier die Feuerelement. Feuer reinigt auch. Also du hast diese Energie. Du bewegst einiges. Du verabschiedest von negativen Einflüssen und von negativen Energie. Du hast die Kraft und du bewegst dich vieles in dein Leben. Und die Feuerelement, nochmal diese Reinigung. Ich unterstütze Menschen, die dir Kraft geben oder du gibst gerade Kraft und Menschen unterstützen dich, wo du gar nicht vermutest. Bald ist ein Geburtstag, entweder ist das für dich wie eine Neugeburt und oder tatsächlich bist eingeladen in einen Geburtstag, was dir auch gut tut und es ist schöne Kontakte. Sei achtsam, lass dich nicht ausnützen und wenn jemand mit Geschenken kommt, überleg, ob das von Herzen kommt oder aus Neugier, dann trenne von diesem Kontakt, hinterlasse dir deine Sorgen. Und warum passierte das? Weil du sollst hinter den Kulissen schauen und erkennen die Absichten der Menschen, damit du etwas vorsichtiger bist in dein Leben. Liebe Enara, das war diese Legung, dunkle Energie. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.